Hallo Leute, willkommen zurück zu Forza Horizon 3. Hi, hi. Heute mal im neuen Bildschirm. Genau. Ich versuch's nämlich jetzt nochmal. Ich darf's mal versuchen. Also, was hier heißt nochmal, mein letztes Rennen, was ich so dermaßen verkackt hab. Ja, ein bisschen. Ja, du kannst ruhig sagen, das war mega scheiße. Ja, vielleicht werde ich jetzt genauso scheiße fahren. Vielleicht werde ich sogar noch beschissener fahren. Ja, noch schlechter geht er fast gar jo, nicht. Jo, wie schnell er ist. Ja, ja. Alle. Die am Anfang voll abgehen und dann auf einmal gar nichts mehr können. Das ist halt das Problem, weißt du, dass du da noch die Checkpoints treffen musst. Ja, der linke, da kannst du, genau, den hat's mich aufgerissen. Boah, diese Bodenwellen, die sind echt assi. Ja. Ein bisschen. Du bist halt, solange du in der Luft bist, ist dein Fahrzeug nicht kontrollierbar, das ist halt das Problem. Ist, glaube ich, im Normalen auch, wenn du halt springst, ja, da kannst du halt nicht so wirklich lenken. Boah, wo fahre ich denn hin? Ja, das hatte ich auch. Hör auf mich an zu ditchen. Genau, du Ditcher. Na gut, hier ist es ja eigentlich nur geradeaus. Ne? Ja. So mehr oder weniger. Boah, diese Bodenwellen. Vor allem, wenn eine nach der anderen kommt und ich dann so voll wegbrezel. Vor allem, ich sehe die Kack-Bremshilfe gerade. Beziehungsweise das kleine bisschen, was ja von der Mediallinie geblieben ist irgendwie. Ja, vor allem, wenn du nicht schnell genug bist, dann siehst du das aber auch gar nicht. Weil du bist ja dann schnell genug dafür, dass du ohne Bremsen durchkommst. Aber es läuft bei dir schon mal definitiv besser wie bei mir. Die hätten sie ruhig ein bisschen kräftiger darstellen können, diese Bremshilfe. Weil auf diesem roten Sand und wenn da ein bisschen Gebüsch ist, dann sieht... Oh, was war das denn? Ja. Boah, da hat's mir meine Karre voll assi weggezwirbelt, hey. So wie bei mir vorhin oder in dem vorhergehenden Parts, wo ich da aufs Wasser gekommen bin, wo es mich voll gedreht hat. Das war ja echt ekelhaft gerade. Voll realistisch und so. Weiß nicht, ich fahre jetzt nicht so mit meinem Auto durchs Flussbett. Ja, nee. Ja, du kennst es ja bestimmt, wenn du mal, wenn es so stark geregnet hat und du... Alter, wo kommst du jetzt her? Und du so voll in so ein Ding reinbrezelst. Ja. So ein, so eine Pfütze. Ja, ach komm, dein Vater, ey. In so eine riesige Pfütze ja, da. Dann Aquaplan. Merkst, ja, genau, dann merkst du es ja auch, wie es deine Karre voll einseitig abbremst und so. Ja, was ist denn los, hey? Du fährst immer auf zwei Rädern. Ja, das ist ungewollt. Ach so. Ich will eigentlich auf vier Rädern fahren, aber irgendwie... Wo ist der Checkpoint? Vorne. Du fährst komisch. Ja, ich sehe nichts. Jetzt Achtung. Zum einen die Sonne, wo mir direkt in die Fresse leuchtet. Soll ich dir Sonnenbrille holen? Zum anderen die Karte, wo du einfach keine Zeit hast, drauf zu gucken. Jetzt ist es wieder angenehm. So kann ich weiterfahren. Jetzt machst du gleich hier einen auf Känguru, weil er da durch die Gegend hüpft. Also hier musst du echt hin und wieder mal bremsen, ist voll nervig. Wobei ich ja immer noch die Motto habe, wer bremst, verliert. Wow, wo geht's denn schon wieder lang? Ja, du bist ja gleich da. Oh oh. Oh oh. Na, ja. Ja. Ja, schon ein bisschen. Echt schwierig, der Schwierigkeitsgrad, obwohl es nur eine Stufe höher ist, von 20 irgendwie, habe ich das Gefühl gehabt. Wie ist denn das erst auf? Was gab es als letztes? Wahnsinnig unbesiegbar, irgendwie sowas, keine Ahnung. Ja, da sind wir noch ganz weit von weg. Also das reicht mir ehrlich gesagt. Ich dachte eigentlich, dass ich gar nicht so schlecht bin in dem Spiel, aber irgendwie wurden wir eines Besseren belehrt. Ja. Na, jetzt kannst du ja quasi das eine Ding da suchen, oder willst du da erst alles aufdecken? Ich habe mir jetzt überlegt, dass ich jetzt vielleicht erstmal diese PR-Stunts mache, da wo wir da in der Nähe sind. Ja. Weil die dürfen eigentlich nicht so lange gehen. Rennmäßig haben wir, glaube ich. Eins noch vielleicht. Hallo Alex, das war's. Keine Fans mehr. Wir sind voll. Kleiner Scherz. Sammle nur weiter Fans. Wir bauen einfach aus. Ich wollte gerade sagen, will die mich verarschen? Ist ja voll lustig, die Alte. Upgrade verfügbar, ja. Okay. Aber da will ich erstmal nicht hin. Ich will erstmal hier die PR-Stunts machen. Da ist ein PR-Stunt, da ist einer und da ist einer. Ja, dann fangen wir mal hier an. Ist bestimmt so einer wieder,
spring so weit du kannst, ohne in der Luft von einer Erbse getroffen zu werden. Und komme mit einem Rad mal auf. Und komme mit einem Rad auf und halte es für 20 Minuten und tue danach einen Frontflip machen und dann einen Backflip und... Und das alles mit verbundenen Augen. Und das alles innerhalb von 5 Minuten, obwohl du 20 Minuten auf einem Rad dich halten musst. Ja, genau. Ah, ich kann ja auch Offroad fahren. Ja, ich wollte gerade sagen, du kannst auch querfeld einfahren. Ist viel witziger. Ja, das funktioniert bei mir nicht so gut wie bei dir. Warum? Läuft doch. Genau! Was für ein Jump. So. Ja, genau, da bin ich da über die halbe Karte geflogen. Ja. Ey. Aber hat gar nicht so viele Punkte gegeben. Ja, nee, es hört ja dann auf zu zählen, sobald du einmal den ultimativen Sprung hast. Ohne aufzufloppen. Ja, ja, schon klar, aber... Oh. Hallo? Ja, ich hätte gedacht, du gibst da voll Speed. Mut zur Lücke quasi. Oh, guck mal, das ist eine Löffelspaßliste. Oh. Ja, also Löffel ohne Spaß. Also nur die Löffelliste. Und was kannst du da machen? Ja, das gleiche wie mit dem anderen. Erleben Sie im HSV GTS 14 einen Bilderbuchmoment. Buch. Bilderbuch. Ah, Bilderbuch. Entschuldigung. Analphabet. Ja, Legastheniker. Springen Sie weiter als das Ziel. Aha. Na, das hört sich cool an. Hey, ja. Das Auto sieht ja nicht schlecht aus. Dieses Lila hat auch irgendwas. Ja. Also wir sollen ganz weit springen. Ja, einfach hüpfen. Nee, doch einfach den Zaun um. Genau, jetzt gibt Stoff. Ja, das mache ich doch. Da geht nichts. Ja, der dreht wahrscheinlich durch bei der Schallstraße. Ah, jetzt geht was. Kann ich das nicht irgendwie abkürzen? Oder so? Ja doch, rein theoretisch sollte das gehen. Ich will mich jetzt halt nicht komplett weg. Ja. Oh, Brezel. Ich hätte gedacht, du schaffst es. Ja, ich hätte es eigentlich auch gedacht, aber irgendwie... Also mit meinem Buggy bin ich da durch dickere Bäume gefahren. Problemlos. In 200 Metern rechts abbiegen, links abbiegen. Ja, ich glaube, das war nicht so gut. Nee, ich bin viel zu langsam. Ich glaube, ich muss... Sicher? Ja, ich weiß Kurve, ja nicht, wie weit ich springen muss. Weil die Kurve, die ist doch recht eng, weißt du, da wirst du sowieso... Ja, die Kurve ist ja da weiter rechts, weißt du? Ja, dann musst du halt gleich noch ein Stück weiter rechts fahren. Wenn ich mich weiter rechts gehalten hätte, was jetzt irgendwie nicht mehr funktioniert. Ja, jetzt gibt es Gummi. Ja, ich glaube, es wird nichts. Ja, hör doch auf, da rumzurutschen, Alter! Falter, vielleicht brauchst du nur jetzt... Ja, aber da geht's ja eh ein Buckel hoch, da kannst du ja gar nicht so schnell sein. Ja gut, wenn du mehr Schwung hast, dann... So, da musst du jetzt hüpfen. Na? Das sieht gut aus. Ja, wer weiß, wo ist das Ziel? 122. Geschafft. War das gut? Warum habe ich gerade gedacht, dass es so ein Ding war, wie mit diesen drei Sternen? Ja, weiß ich nicht. Ist halt jetzt wahrscheinlich nicht auf der besten... Oh ja! Oh, ein Dodge? Wie? Ja. Hast du jetzt? Oh ja! Honda Civic Type R. Cool. Finde ich cool. Das ist das Vorgängermodell von dem, was du fährst, oder? Das Vorvorgängermodell von dem, was ich fahre. Also was der Alex privat fährt. Oder ist wieder ein Dingo. Ja. Oder Fuchs. Fuchs. Eine Ente. Okay. 7 von 63 Rennen abgeschlossen. Ja. Werden noch ein paar Parts, kann ich euch jetzt schon versprechen. Längste Sprungdistanz, 3, irgendwas, keine Ahnung. Kilometer. Zentimeter! Oh, da ist gleich der nächste. Das ist jetzt aber so eins mit hier. Ja, hüpfen. Blitzdingsen oder Driften. Hallo, oder so. Alex. Es gibt da diesen Fahrer mit einer kleinen. Jetzt werden wir aber gerade überhäuft, du. Ja. Würde sich ganz gut in deiner Aufstellung machen, oder? Ja, das machen wir danach. Wir müssen ja erstmal. Ich glaube, das ist ein Blitzer. Nee, glaube ich nicht. Und ich glaube, mein Auto ist zu langsam. In 400 Metern links abbiegen. Da war ein Schild. Das hole ich mir später. Ja. Ich glaube nicht. Ah, nee, warte, das geht nicht. Das ist kein Blitzer. Was ist das? Driften! Ja, mit der Kiste? Ja, doch, geht. Ah, ja, warte, ich hab Ding. Ja, ich bin mitten rein einfach gerauscht und frag mich, warum ich den Kack nicht gestartet hab. So, erstmal hier ein bisschen Schwung holen, ne? Da, wo der rausgekommen ist, da komme ich jetzt auch her. Nein, du fährst drüber. Und drehst dich noch schön. Okay, jetzt. Jetzt wird gedriftet, was das Zeug hält. Ja, mit einem Drift komplett einmal drumrum. Ja, das schaffen wir wahrscheinlich wieder nicht, so wie in der Demo. Nö. Habe ich ein paar Mal probiert und habe es nicht hinbekommen. Jetzt kannst du schön driften. Ja, läuft doch. Ja. Oh, fuck. Das ging wahrscheinlich schon zu langsam. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Ein Stern. Was meinst du? Weiß nicht. Übel, oder? Das einer wahrscheinlich. Idee.
Die Horizon 2. Soll ich nochmal versuchen? Mach doch. Muss halt jetzt, vielleicht ist von dem Weg quasi besser. Vielleicht. Aber so viel driften konntest du eh nicht da. Ja, das war aber beim anderen genauso. Ja. Da hast du ja nicht so viel Spielraum zum Driften. Aber hier hast du halt nur zwei so Drift-Passagen. Na gut, wenn man jetzt da schon irgendwie, keine Ahnung, reindriftet. Na? Sie haben Ihr Ziel erreicht. Ne, war glaube ich nicht wirklich besser. Ne, ich habe fehlgeschlagen. Ich bin an dem Ding vorbeigegangen. Ja, egal, scheiß drauf. Können wir nicht, konnten wir in der Demo nicht und werden wir jetzt hier auch nicht können. Vielleicht offscreen mal. Oder so. Mal gucken. Zwar ist dann genau wieder so eine Kacke wie mit dem Blitzer da. Irgendwie ja, so voll knapp, 2 km/h haben gefehlt oder so. In 100 Metern rechts abbiegen. Oh, wir haben wieder einen Boni. Ja, da hatten wir jetzt schon mal ein paar. Müssten wir vielleicht immer mal wieder machen. Da gibt es so viel zu tun, was du da eigentlich machen musst. Ja, ja, da gibt es ganz schön viel. Da kommst du gar nicht mehr zum Spielen. Du bist nur noch am Gucken und am Drehen und am Machen und am Tun. So sieht das aus. Man kann sagen, was fährst du nur an hier auf die Straße? Das ja, Auto, weiß ich nicht. Ich das Auto ist nicht dafür gedacht, um auf der Straße zu fahren. Ja, ich bin es nicht gewohnt, so viel Offroad zu fahren. Was? Halt einfach, du kannst halt einfach voll durchbratzen. Oh, was gibt das? Ein Sprung? Sie haben Ihr Ziel erreicht. Ja, ich habe ihn halt noch mitgenommen. Ja, sehr gut. Ja, okay, das war aber klar. Ah, da kannst du rückspulen, vielleicht kommst du beim nächsten Mal anders auf. Nee, von dem Winkel, das kannst du vergessen. Aus dem Winkel, wie ich das mitgenommen habe. Ja, vor allem, du weißt ja gar nicht, wo du hinspringen musst. Ich weiß es. Über die ganzen Dinger drüber, weißt du? Ah! Da muss ich halt von da hinten kommen. Ich peile mir mal lieber noch an, sicherheitshalber. Sobald ich da irgendwie von der Strecke komme, blicke ich wahrscheinlich nicht, wo ich langfahren muss und verfehle dann die Chance. Ah, ich glaube, das reicht, weil mehr Speed kriegst du ja fast nicht drauf. So, dann... Jetzt geht's ab. Versuch dein Glück. Naja, 1,1 Kilometer zum Beschleunigen. Sollte reichen. Aber siehst du, die Strecke, die du da hast, die dir angezeigt wird, weißt du, die geht einmal so im Haarnadelkorb oder 90 Grad. Ja, scheiß drauf. Fahr geradeaus, ich sehe es ja schon. Mehr oder weniger. Ah, da geht's doch nicht nach da hinten. Okay. Okay, ich habe falschen Winkel gehabt. Musst du noch ein Stück weiter nach links. Ah, ich kann dann noch ein bisschen auf der Straße fahren und dann nach rechts runter, okay. Also quasi hinter den Bäumen. Baum, ja. Oh, hast du gerade abgebremst nochmal? War das scheiße? Ja, denk schon. Na, was gibt's denn? Ein. Zwei. Spring mal in die Richtung. Wird dir wahrscheinlich was fehlen oder beziehungsweise, weißt du, da du durchs Wasser eierst. Ich glaube, da kannst du gar nicht drüber, oder? Doch, denk schon, oder? Nein, Gott nicht. Ich hab die halt gar nicht gesehen, die Packreifen. Ungelogen, ich hab sie nicht gesehen. Warte, das versuche ich nochmal. Ja. Dann gibt's halt. Doch, den Schollenfund, den machen wir auch noch, der geht ja schnell. Ich fahre jetzt einfach geradeaus. Ja. Ist, glaube ich, das Einfachste. Wieso soll ich es mir auch umständlich machen? Genau, einfach geht? Ich glaube, das reicht schon. Muss aber, glaube ich, ein Stück weiter rechts. Mhm. So ungefähr. Nee, noch ein Stück. So ungefähr. Ja. Ich sehe es halt jetzt nicht. Nee, ich sehe auch nichts. Wahrscheinlich fahren wir einfach dran vorbei. Na, da ist es nämlich ein Stück. Ja, das läuft. Was musst du schaffen? Über 100 Meter? Na, 90. Was jetzt? War auf jeden Fall ein Stück weiter, aber da ist ja fast keine Chance. Ja, nee. Was steht denn da? Was? Noch 8 Meter? 8 Meter, ja, genau! Ja, gut, das machen wir dann auch anders. Ja. So. Vielleicht mit einer schnelleren Karre oder so. Ja. Weil die ist ja jetzt nicht so schnell. Eigentlich habe ich gedacht, das sah so aus, dass man über die Muldenkipper da drüber fliegen muss. So, das wäre cool gewesen. Geh mal gucken, was du jetzt noch machen musst. Den Scheunenfund noch holen. Und da ist noch dieser eine Typ. Ah, wir gehen erstmal den Scheunenfund suchen. Bei nächster Gelegenheit wenden. Ey, der hat mich gerammt, hast du es gesehen? Der Drecksack. Ruf die Polizei. Genau, Fahrerflucht. Ach nee, du bist ja abgehauen. Ja, weil ich Angst hatte.
Wir sind halt irgendwie mehr Offroad am rumpacen wie... Naja gut, mit dem Auto ist das ja auch naheliegend. Und wenn sich das schon so anbietet, gell? Ja. Nicht schlecht. Oh, jetzt bist du in der Wüste. Fuck. Das macht schon Spaß. Ja, ist witzig. Du bist halt nur am rumjumpen. Ist da eine Pyramide? In Australien eine Pyramide, ja. Genau. Die haben sie umgebaut. Extra für mich. Ja, die haben sie weggenommen und quasi da aufgebaut. Achso, fährst jetzt doch nicht mehr über jeden Buckel. Ich fahre nur noch über die gezielten Buckel. Ah, okay. Hallo, mein Freund. Gar nicht, du hast gar keine. Ja, ich weiß. Treib's mir doch nicht unter die Nase. Doch. Offroad. Ja, ist ja kein Baum. Boah, jetzt kommen sie aber alle wieder. Ach, jetzt. Jetzt wird's grün. Ein bisschen. Ah, König der Löwen? Ja. Wollte gerade sagen, ja, eins sind zwei Bäume und ja, ich nehme sie mit. Genau. Läuft. Karambolage. Da ist ein Baum, Achtung. Einer? Da ist noch ein Baum, Achtung. Alter, wie das abgeht. In 400 Metern rechts abbiegen. Alter Vergewaltiger. Oh, ganz viele Bäume. Die meide ich. Ach jetzt, du bist so ein kleiner, okay, Schisser. Jetzt musst du ja eh in dem Gebiet erstmal gucken, weißt du, wo das... Ah ja, ich bin ja schon drin, stimmt. Jetzt, ja. Auf jeden Fall ist da irgendwo eine Scheune. Ich weiß nicht, wie die in dem Spiel aussehen, die Scheunen. Ja, wahrscheinlich. Vielleicht ist es schon da vorne eine. Ja, und dann? Bist du eine Scheune? Da ist ein Schild. Wie soll man denn da oben dran kommen? Rüberhüppen. Ja, das sagst du so einfach. Ah ne, ich bin gar nicht im Dings, im Gebiet drin. Ja, jetzt nicht mehr. Aber irgendwie, wie kommt man denn da hoch? Keine Ahnung. Vielleicht kriegt man noch einen Helikopter oder so. Pimp your ride, da kannst du da mit so einem... du machst ja alles kaputt. Also hier, glaube ich, irgendwo ist. Was ist denn hier? Ist das eine Schiene oder ist das ein Feldweg? Das ist irgendwas. Das ist ein Feldweg. Dann fahren wir jetzt den Feldweg lang, weil meistens waren denn so Feldwege. Echt? Ja. Glaube ich, weiß da schon. Da links ist eine Scheune. Genau, da wollte ich auch hinfahren. Da, wo die Straße plötzlich aufhört. Und was kann man da kriegen? Ein Scheunenfund. Na, was ist das? Kokain. Was? Nein. Ein Wohnwagen. Hallo? Bist du eine Scheune? Nein? Ich weiß halt echt nicht, wie die Scheunen hier aussehen. Du fährst gegen irgendwas Komisches. Ich will da durchfahren. Warum bist du keine Scheune? So, ich halt. Du willst hier Erntehelfer spielen, oder was? Nee, ich will die Scheune finden. Ah, guck mal, da vorne. Das ist bestimmt die Scheune. Bestimmt. Das muss die Scheune sein. Was soll denn sonst die Scheune sein? Hier, das Rot ist die Scheune. Das ist ein Haus? Dann ist das die Scheune. Oh, da ist die Scheune. Wo? Da rechts. Echt? Ist die Scheune? Das sieht nicht so aus. Du die Scheune? Und wieso geht da ins Loch auf, oder was? Nö, nee, keine Ahnung. Bei den Alten bist du da dran gefahren, dann kam eine Cutscene und dann... Ah. Bitteschön. Das ist schon zu weit weg, das ist aus dem Radius draußen. Ja. Dann gucken wir jetzt mal nach anderen Gebäuden. Weil die sind meistens immer da, wo so Feldweg ist. Und so. Ich bin zu langsam. Ja, du kannst nicht mal die Dinger mehr wegnageln. Gut, hier ist aber wirklich eh nichts, oder? Ja, du fährst vor allem gleich wieder raus. Fahren wir mehr. Ah, guck mal da vorne. Was? Da ist es jetzt. Ich sehe nichts, sehe nur noch Bäumchen und Pflänzchen und... Ah! Hör, da oben ist ein Schild. Ja. Wie kommt man denn da rauf? Hast du aber gesehen, es waren 10.000, glaube ich. Glaube ich nicht. Da muss ich ja voll die Stunts machen und so ein Scheiß. So komme ich da nicht rüber. Nee, das kann sie knicken. Wo ist die Scheune? Ich weiß nicht. Ich weiß es auch nicht, dann sind wir ja schon zwei. Aber der eine Lurch hat sich auch noch nicht gezeigt, gell? Naja gut, da ist ja auch erstmal... Der Racer, ja, da. Also hier ist die Straße. Boom! Boom! Da unten könnte halt noch was sein.
Nee, da bist du ja gleich draußen, weißt du? Du fährst ja jetzt aus dem Gebiet. In 100 Meter. Diese dummen Schollenfunde. War ich hier schon? Nein. Ja. Mittig warst du eigentlich eh noch nirgendwo. Vielleicht da unten. Ja, der Typ ist auf jeden Fall ja. aufgekreuzt. Ja, such die Scheune. Such Stöckchen, ja. Such. In 200 Metern links. Da vorne war ich ja schon, oder? Ja, weiß nicht. Vielleicht ist es da vorne die Scheune. Wenn ich halt wüsste, wie die aussehen, ne? Das wäre halt schon mal ein Vorteil. Oder was sie machen. Ja, wenn ich schon wüsste, wie die aussehen, dann wäre das schon mal ein Vorteil. Ja. Das sieht nicht so aus. Das ist auch keine Scheune. Das ist halt geil, wenn du was suchst, wo du nicht weißt, wie sie aussieht. Ja, da vorne war ich schon. Wahrscheinlich. Weiß ich. Route wird neu berechnet. Kann man da über. Ah! Ja! Da ist er! Mit Zufall! Ja! So gehört sich das. So läuft der Hase. Bereit? Ich bin bereit. Wir sind bereit. Oh. Ein alter Porsche oder was soll das sein? Er ist. Weiß nicht, ich habe gerade nicht hingeguckt. Oh, schön. Du Blindfisch. Ich meine, da ist nein, das ist kein Dreck Porsche. Und Schmutz dran und was immer das da ist, aber Mann, da steckt ein Ferrari Dino unter dem Dreck. Wenn er rot gewesen wäre, hätte ich gleich gesagt, das ist ein Ferrari. Ja. Und der war dunkel, blau, schwarz. Ich bringe ihn zurück in die Werkstatt und lasse ihn säubern. Na dann. Dann siehst du, was ich. Dann würde ich sagen, dann machen wir hier an der Stelle mal Schluss. Genau. Und den Typen, den fordern wir dann da irgendwann also das nächste Mal raus. Ja, den fordere ich raus, dann gibt's aus Fressbrett. Dann machen wir mal nur auf die Straße noch rein. Ja, mach das. Und da vorne war ein Schild. Ach ja, so, das ist das, was auf dem Dach ist. Wie soll man da bitte dran kommen? Ja, weiß nicht. Musst du da irgendwie voll ans Haus dran fahren? Nee, ich glaub's nicht. Du meinst, dass es da runterfällt? Ja, genau. Okay. Ja. Okay, dann machen wir ja Feierabend, dann sehen wir uns morgen wieder. Und tschüss. Ciao, ciao.